Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur ZIP 2. Der viel zitierte sichere Schulstart ist offenbar vielerorts missglückt. Es herrscht ein Testchaos. Viele Schülerinnen und Schüler haben bis jetzt entweder gar kein oder mitunter sogar ein falsches PCR-Ergebnis bekommen. Wie stichhaltig sind die Argumente für oder gegen die Impfpflicht, die auf der Zielgeraden sein soll? Darüber spreche ich mit dem klinischen Pharmakologen Markus Zeitlinger und dem Medizinrechtsexperten Karl Stöger. In Trümmern, wieso der Libanon, das einstige Vorzeigeland im Nahen Osten, jetzt am Abgrund steht. Der Schulbeginn nach den Weihnachtsferien zeigt derzeit die Probleme und Lücken im österreichischen Testsystem. Denn nicht nur mehr Tests, sondern auch mehr positive Tests stellen eine Herausforderung für die Labore dar. Seit gestern wurden 15.852 Fälle nachgewiesen. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 11.666. Weiterhin keinen Anstieg gibt es in den Spitälern, in den Normalstationen, aber auch nicht auf den Intensivstationen. Weil aber die Infektionszahlen weiter hoch sind, wird heute laut über eine Änderung der Teststrategie nachgedacht, dass etwa nicht mehr jeder flächendeckend PCR getestet werden sollte. GECKO-Mitglied Generalmajor Starlinger spricht von Schwerpunkten beim PCR-Testen. Darum wird es dann auch morgen in der GECKO-Sitzung gehen. Denn die vergangenen Tage waren ein ganz schönes Tohuwabohu. Ein sicherer Schulstart nach den Ferien hätte es werden sollen. Abgesichert mit 2 PCR-Tests pro Woche. Herausgekommen ist in einigen Bundesländern ein Testchaos. Viele Ergebnisse sind nicht da und die, die da sind, sind oft falsch. Die Zahl der positiven Fälle ist außerdem so auffallend niedrig, dass sie schlicht nicht stimmen kann, heißt es. Der Ärger ist im Moment sehr groß und ja, wir müssen uns einfach darauf verlassen können, dass wir die Ergebnisse zeitgerecht und korrekt zurückbekommen. Wir tun an der Schule alles dafür, aber das ist einfach das Um und Auf. In allen Bundesländern außer Wien werden die Schultests seit neuestem von einer Laborgemeinschaft gemacht, namens ARGE für molekulare Diagnostik. Ursprünglich war eine andere Firma zuständig, nach einer Klage musste der Auftrag aber neu ausgeschrieben werden. Zum Zug ist dann die Laborgemeinschaft gekommen. Das Auftragsvolumen liegt bei mindestens 93 Millionen Euro und maximal 330 Millionen, heißt es von der Bundesbeschaffungsagentur. Viel Steuergeld also für ein Testsystem, das derzeit nicht funktioniert. Die Laborgemeinschaft räumt heute technische Probleme ein. Auf Anfragen der ZIP 2 hat der Geschäftsführer nicht reagiert. Deutlich ist dafür die Kritik der zuständigen Landesrätin in Niederösterreich. Es ist ein inakzeptabler Zustand für alle Beteiligten. Und die Rückmeldung aus dem Ministerium ist, dass dort bereits rechtliche Schritte geprüft werden gegen den neuen Anbieter. Auch von Seiten des Bildungsministeriums wollte heute niemand ein Interview geben. Nun soll an den Schulen täglich mit Antigentests getestet werden. Dass beim Testen derzeit einiges schiefläuft, zeigt auch eine Datenpanne auf der Plattform Österreich testet. Das ORF-Magazin Konkret hat eine Sicherheitslücke aufgedeckt, durch die Apotheken oder auch Teststraßen Zugriff auf die Daten von praktisch allen Menschen hatten, die sich über dieses System testen haben lassen. Wieso man dieses System Österreich testet? Derart ausgestaltet hat, ist mir ein Rätsel. Ich kann wirklich keinen sinnvollen Grund finden, wieso man jeder Apotheke den Zugriff auf alle Tests erlauben sollte. Seit Mitte Dezember dürfte das Problem behoben sein. Das Gesundheitsministerium teilt heute mit, dass es sich um keine Sicherheitslücke gehandelt habe und dass Apotheken ohnehin einem Berufsgeheimnis unterliegen. Und in der ZIP-Nacht ist heute GECKO-Mitglied Thomas Starlinger zur neuen Teststrategie zu Gast bei Stefan Lenglinger um 23 Uhr in ORF 1. Die Impfpflicht bleibt auch heute ein heiß diskutiertes Thema. Blicken wir zunächst auf den Status quo. Da lassen sich österreichweit doch große Unterschiede bei der Durchimpfungsrate erkennen. Je dünkler, desto mehr Menschen haben ein gültiges Impfzertifikat. Insgesamt sind das derzeit 71,25% der Gesamtbevölkerung. Die wenigsten sind es in der Tiroler Gemeinde Jungholz, die meisten in Andlersdorf in Niederösterreich.
Große Unterschiede gibt es auch bei erster, zweiter bzw. dann dritter Dosis. 44,4% der Menschen haben sich den Boosterstich bereits geholt. Anfang Februar soll dann die Impfpflicht in Kraft treten. Wie und in welcher Form, darüber wird weiterhin debattiert, wie Ulla Kramer-Schmidt und Madeleine Grohmann zeigen. Bis Montag ist der Gesetzesentwurf zur Impfpflicht begutachtet worden. Mehr als 108.000 Stellungnahmen sind eingegangen von Privatpersonen, Institutionen und Fachleuten. Heute bekräftigt die Tourismusministerin für die Regierung: Wir sehen, dass vor allem der dritte Stich des Boostern vor schweren Verläufen schützt, dass man sich zwar trotzdem anstecken kann, aber keine medizinische Betreuung und schweren Verlauf dann eben auch braucht und hat. Das sieht etwa die FPÖ anders. Wir erkennen, dass die Impfung nicht die Wirkung hat, die man ursprünglich hier zugesagt hat. Und es wird mit jeder Variante noch schlechter. Tatsächlich drängen sich Fragen auf. Zeitfrage. Die Impfpflicht kommt zur falschen Zeit, sagt der Infektiologe Herwig Kolleritsch. Ganz sicher gelten muss die Impfpflicht vor Beginn der nächsten Herbstsaison. Aber bis dahin haben wir ein bisschen mehr Luft. Einfach deshalb, weil die Omikron-Welle können wir nicht mehr beeinflussen durch die Impfpflicht. Und danach haben wir ja sowieso den Saisonbonus. Und gleichzeitig ist ja auch ein großer Teil der Bevölkerung dann durch die Omikron-Welle immun. Mit entsprechender Vorbereitung könne dann auch der veränderte Impfstoff zum Einsatz kommen. Personalfrage. Bedenken kommt auch von Seiten der Justiz. Sie rechnet durch die Impfpflicht mit einem deutlichen Mehraufwand. Wir müssen davon ausgehen, dass die Menschen, die sich jetzt sehr vehement gegen diese Impfpflicht wehren und sich nicht impfen lassen wollen, aus welchen Gründen auch immer, diese Bescheide letztlich auch bekämpfen werden. Das Gesetz selbst geht von über 130.000 Verfahren aus. Es brauche mehr Personal. Rechtsfrage. Ist die Impfpflicht noch verhältnismäßig, jetzt wo der Impfschutz gegen Omikron scheinbar geringer ist als bei früheren Varianten? Nein, sagt dieser Anwalt, der eine ablehnende Stellungnahme abgegeben hat, weil... Ja, mein Hauptkritikpunkt war hier hauptsächlich da, dass aus meiner Sicht die Impfpflicht nur die Ultima Ratio sein kann. Ja, also sprich, das letzte mögliche Mittel. Ist auch eigentlich grundrechtlich so vorgesehen, dass dieser Eingriff in die körperliche Integrität wirklich nur ganz am Ende stehen soll. Die Selbstbestimmung und die Autonomie des Menschen wären ein hohes Gut und auch in der EU-Grundrechte-Charta und Menschenrechtskonvention verankert. Altersfrage. Die Impfpflicht gilt für alle ab 14. Für den Epidemiologen Gerald Gartlehner und die Wissenschaftlerin Ingrid Zechmeister zu früh. Das erste ist, dass ja ein Hauptargument für die Impfpflicht der Schutz der Gesundheitsinfrastruktur ist und wir gleichzeitig wissen, dass aber Kinder und Jugendliche nicht zu einer Überlastung der Intensivkapazitäten beitragen. Das zweite ist, dass die Impfpflicht derzeit 3 Teilimpfungen umfasst. Die dritte Teilimpfung ist erst ab 18 zugelassen. Sie betont aber, dass sich Jugendliche sehr wohl impfen lassen sollten. Viele Argumente wurden da also eingebracht und diese wollen wir jetzt auf medizinischer und aus juristischer Sicht beleuchten. Dazu begrüße ich Markus Seitlinger, Vorstand für Pharmakologie an der MedUni Wien und in Graz Karl Stöger, Medizinjurist an der MedUni Wien. Ihnen beiden einen schönen guten Abend. Herr Professor Seitlinger, die Impfpflicht für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren, das haben wir am Ende des Beitrags gerade gehört. Da gab es etliche Stellungnahmen, dass man darüber noch einmal sprechen sollte. Ist die Impfpflicht für die Jugendlichen aus medizinischer Sicht gerechtfertigt? Grundsätzlich ist es so, dass es keine Altersgruppe gibt, wo Kosten-Nutzen nicht positiv ist. Das heißt, auch die Jugendlichen profitieren davon, dass sie geimpft werden. Es ist allerdings richtig, dass die Jugendlichen natürlich zu einem viel geringeren Grad jetzt zu einer Spitalsbelastung beitragen, als das andere Altersstrukturen tun. Das heißt, man muss sich die Frage stellen, was möchte man erreichen? Fakt ist natürlich, dass gerade bei den Todesfällen, die meisten Todesfälle bei alten Menschen, also bei Personen über 65 auftreten, das sind 90% der Todesfälle. Auf der anderen Seite haben wir 2/3 der Hospitalisierungen bei Personen, die unter 65 sind. Das heißt, möchte ich jetzt Menschen zwingen, sich selbst zu schützen, dann kann ich mir natürlich überlegen, nur die Alten zu impfen. Möchte ich aber Menschen zwingen, einen Beitrag zu leisten zum System sozusagen und die ganze Pandemie per se in den Griff zu bekommen, dann kann ich mir natürlich überlegen, diese Impfpflicht weiter nach unten auszurollen.
Herr Professor Stöger, in Graz, von all dem, was Sie jetzt von Professor Zeitlinger gehört haben, aus juristischer Sicht, ist aus Ihrer Sicht die Impfpflicht für 14- bis 18-Jährige vertretbar? Sie ist vertretbar. Es ist natürlich schwieriger zu argumentieren als bei älteren Menschen. Man muss aber eben bedenken, es geht um den Funktionsschutz. Es geht weniger um die Verhinderung der einzelnen Ansteckung, sondern es geht um die Überlastung des Gesundheitssystems. Und da ist eben, wie Professor Zeitlinger ausgeführt hat, die Frage zu stellen, welchen Beitrag Kinder und Jugendliche in der Weiterverbreitung leisten können. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass sie letztlich sehr viele soziale Kontakte haben. Und wenn man die Jugendlichen und die Kinder nicht wirklich aus der Rechnung hinausnehmen kann, ohne dass es erst recht wieder zu sehr vielen gefährlichen Ansteckungen bei älteren Menschen kommt, dann gibt es auch starke rechtliche Argumente für eine Impfpflicht für Jugendliche, wobei die Grenze von 14 Jahren natürlich mit Bedacht gewählt worden ist, weil ich erst ab diesem Alter selbst gewissermaßen entscheidungsfähig bin in medizinischer Hinsicht. Oberstes Ziel des Impfpflichtgesetzes ist es, das Gesundheitssystem zu schützen. Die WHO betont heute einmal mehr, dass vor einer Impfpflicht alle anderen Mittel ausgeschöpft sein müssen. Herr Professor Stöger, ist das aus Ihrer Sicht passiert? Naja, die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung in dieser Pandemie war leider am Anfang, und ist es zum Teil auch dann sehr lange immer noch, schlecht gewesen. Ja? Das muss man ehrlich sagen. Aber ich glaube, man muss ganz offen sagen, in den letzten Wochen und Monaten gab es sehr, sehr viele Informationen über die Impfungen, die man auch abholen konnte. Das heißt, wenn man etwas über die Impfung wissen wollte, dann konnte man das erfahren. Das heißt, der Nutzen der Impfung ist allgemein klar gemacht worden. Und man darf nicht vergessen, die Alternative zur Impfung, insbesondere im nächsten Winter, sind weitere massive Kontaktbeschränkungen oder ein Lockdown. Es sei denn, das Virus verändert sich so weit, dass sich die Spielregeln ändern. Nur wenn Sie jetzt selber sagen, die Informationskampagne hatte Lücken, kann man dann wirklich davon ausgehen, dass alles versucht wurde, um die Impfquote zu erhöhen? Oder könnte es dann in weiterer Folge dazu kommen, dass der Verfassungsgerichtshof die Impfpflicht wieder aufhebt, weil er eben erkennt, dass nicht alles getan wurde? Naja, ich glaube, man wird schon darlegen können, dass doch sehr massiv versucht wurde, über die Impfung und ihren Nutzen zu informieren. Wenn ich jetzt allein daran denke, was hinsichtlich der Boosterimpfung allgemein bekannt gemacht wurde, da waren schon große Anstrengungen da. Und man darf auch nicht vergessen, wir hatten zum Beispiel schon seit längerer Zeit eine 2G-Regel. Wir haben relativ gute Zahlen über die Inzidenzen und die Spitalsaufnahmen von Geimpften, Ungeimpften, das waren alles zugängliche Daten und man hat auch wirklich versucht, das zu vermitteln. Also ich glaube, da war schon großes Bemühen da, dass man den Menschen klar macht, warum die Impfung wichtig ist, und trotzdem sind leider viele nicht gekommen. Herr Professor Zeitlinger, die Informationskampagne, war das ausreichend aus Ihrer Sicht oder hätte es vielleicht auch noch andere medizinische Maßnahmen gegeben, bevor man eine Impfpflicht einführt? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, im Nachhinein kann man Fehler immer besser erkennen und man hatte sicherlich auch immer wieder Dinge versprechen wollen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar waren. Und damit sind Personen natürlich immer wieder enttäuscht worden. Dann gab es auch eine massiv aufgebauschte Debatte bezüglich Nebenwirkungen, die sehr viele Menschen verunsichert hat. Also ich glaube, da ist schon einiges falsch gelaufen. Ich glaube allerdings, man muss trotzdem zu einem gewissen Zeitpunkt X, bei dem wir jetzt einfach stehen, sich die Frage stellen, wo gehen wir jetzt hin, und weniger, was in der Vergangenheit falsch gemacht wurde. Wir alle haben nicht gewusst, dass die Pandemie so lange dauern wird, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und aus dieser Sicht sehe ich jetzt nicht so schwerwiegende Fehler, dass ich sagen würde, hier war man fahrlässig und aus diesem Grund könnte man jetzt eine Impfpflicht nicht vertreten. Herr Professor Zeitlinger, was wir im Beitrag auch gehört haben von Herrn Stephan von der FPÖ, war der Vorwurf, dass ja auch der Impfschutz weniger geworden ist durch Omikron und dass zu befürchten ist, dass eine weitere Variante den Impfschutz noch weiter hinuntersetzen könnte. Sehen Sie diese Gefahr auch und sehen Sie dadurch eine Gefahr für die Impfpflicht? Beides ist grundsätzlich richtig. Trotzdem, glaube ich, muss man die Impfpflicht komplett von der Omikron-Debatte loslösen. Es ist ganz klar, die Impfpflicht kommt zu spät für die Omikron-Welle. Über das brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Trotzdem, selbst wenn wir jetzt immer weiter die Omikron-Variante hätten, was unwahrscheinlich ist, selbst hier hätten wir eine 70-, 80-, 90-prozentige Reduktion der Hospitalisierungsraten. Das sehen wir jetzt in ganz vielen Ländern. Das heißt, die Impfung wirkt und schützt auch vor Omikron. Mit der Einschränkung, dass wir uns alle erhofft haben, dass uns die Impfung länger schützt, vor allem nach der dritten Teilimpfung oder nach der Boosterimpfung länger schützt. Und da müssen wir jetzt leider sehen, dass wir
die Impfung einfach maximal ausreizen müssen, weil sie einfach nicht optimal designt ist. Das ist ganz richtig. Sie war nicht für Omikron gedacht, sie war für andere Stämme gedacht. Momentan ist es aber das Einzige, was wir haben, und das wirkt per se. Aber es ist klar, dass diese Impfpflicht sich jetzt nicht auf einen bestimmten Impfstoff sozusagen berufen kann, und diesen Impfstoff muss ich jetzt in den nächsten 3 Jahren verwenden. Logischerweise muss dieser Impfstoff auch adaptiert werden und wird auch adaptiert werden. Und per se geht es für mich um die Impfung und nicht um eine bestimmte Impfung gegen Omikron. Wenn es nicht um den Impfstoff per se geht, aber dann sollte, und das wird ja auch beabsichtigt, dass man im Impfpflichtgesetz zumindest festschreibt, um wie viele Impfungen es denn dann gehen könnte. Israel hat ja jetzt schon begonnen, Personen ab 60 mit der 4. Impfung zu impfen. Wovon gehen Sie aus? Wie viele Impfungen wären dann notwendig sein? 2 pro Jahr, 1 pro Jahr? Kann man das jetzt sagen? Ja, momentan sind einmal 3 im Gesetz vorgesehen. Das heißt, es ist die Grundimmunisierung sozusagen abgeschlossen mit den 2 Erstimpfungen und mit dieser 3. Impfung nach einem halben Jahr. Und danach wird man sehen, wie sich die Situation weiterentwickelt. Mein Wunsch wäre natürlich, dass wir dann uns die 4. Impfung oder zumindest der Großteil der Bevölkerung uns die 4. Impfung mit einer adaptierten Impfung abholen können, mit einem adaptierten Impfstoff. Realistischerweise glaube ich, dass sehr viele von uns noch einmal einen Booster bekommen werden mit den Impfstoffen, die wir jetzt haben, weil wir einfach, das sind wieder Daten aus England, sehen, dass bereits nach 3 Monaten nach dieser Boosterimpfung die Schutzrate nachlässt. Und wir haben momentan in Österreich ein bisschen Glück, dass wir relativ viele Menschen haben, die vor kurzem geboostert wurden und die jetzt eben in dieser Maximalphase der Schutzwirkung sozusagen sind. Aber das wird leider wieder nachlassen. Allerdings wird dann die Omikron-Welle hoffentlich auch schon wieder abgeflacht sein. Herr Professor Stöger, gibt es aus Ihrer Sicht eine Grenze der Zumutbarkeit bei der Anzahl der Impfungen? Wenn wir jetzt gerade hören, eventuell eine 4. Impfung, gibt es da für Sie eine Grenze? Die Abwägungsgrenze der Zumutbarkeit ist, ob ich andere Möglichkeiten habe, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird man eine Zeit lang zumindest auch sehr oft impfen müssen. Man darf zum Beispiel nicht vergessen, dass auch eine Grippeimpfung immer nur für eine Saison wirkt. Und letztlich geht es darum, habe ich etwas Besseres als die Impfung, um diese Zustände zu verhindern, die auch massive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Und insoweit kann auch eine häufige Impfung verhältnismäßig sein, wenn ich kein anderes Mittel habe. Nur Herr Professor Stöger, bei der Grippeimpfung bin ich ja nicht verpflichtet, mich impfen zu lassen. Bei der Corona-Impfung soll diese Pflicht ja dann schon gelten. Gibt es ja nicht irgendeine Grenze, wo man sagt, man muss auch einmal eine Grenze der Zumutbarkeit ziehen? Kann das ins Unendliche dann gehen? Naja, wie gesagt, es entwickelt sich der Stand der Wissenschaft weiter. Es werden dann auch vielleicht mit Medikamenten neue Ziele erreicht werden. Aber wenn ich die Impfung als bestes Mittel habe und die Alternative ist Lockdown und massive Kontaktbeschränkungen mit allen sozialen und wirtschaftlichen Schäden, dann ist auch die häufige Verabreichung einer Impfung im verfassungsmäßigen Sinne zumutbar. Ich habe noch eine abschließende Frage an Sie beide mit der Bitte um eine recht kompakte Antwort. Herr Professor Stöger, kommende Woche soll es dann einen finalisierten Gesetzesentwurf zur Impfpflicht geben. Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Punkte, die bis jetzt noch nicht klar waren und die bis Montag noch zu klären sind? Also aus meiner Sicht der größte Knackpunkt sind die Strafbestimmungen in der konkreten Ausgestaltung. Wie oft man warum straft. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man wirklich noch nachbessern wird müssen. Herr Professor Zeitlinger, aus Ihrer Sicht gibt es dann noch Punkte, die bis Montag zu klären sind? Ja, man wird sich eben genau um das kümmern müssen, wann führe ich diese Strafen überhaupt ein, welche Fristen räume ich hier ein. Weil ganz klar ist natürlich, für Omikron kommt es zu spät, wir wissen nicht genau, wann die nächste Welle kommt. Ich glaube, der Herbst ist der spätestmögliche Zeitpunkt und hier wird man sich, glaube ich, überlegen müssen, wie viel Zeit gibt man den Menschen hier, dieser Impfpflicht nachzukommen. Herr Professor Zeitlinger, Herr Professor Stöger, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Etwa 1,4 Millionen Menschen haben sich in Österreich bis heute nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die allermeisten sind wieder genesen, aber längst nicht alle sind gesund. Das Virus hinterlässt laut aktueller Forschung etwa bei jedem 10. Erkrankten das sogenannte Long-Covid-Syndrom. Es reicht von Müdigkeit, Verwirrtheit, Konzentrationsstörungen bis zu bleibenden Schäden an Herz, Nieren und sogar am Nervensystem. Wieso manche daran leiden und andere nicht, ist bis heute nicht klar. Fest steht nur, in Österreichs Reha-Kliniken werden die Long-Covid-Patientinnen und Patienten immer mehr.
Erst seit 2 Wochen ist Erwin Büchler wieder aus dem Krankenhaus heraus. Offiziell ist er von Corona genesen, gesund ist er noch nicht. Ohne seinen Sauerstoffautomaten geht er nirgendwo hin. Wenn es so anstrengend ist, dann einfach Bescheid geben. Wir sind im Reha-Zentrum Hocheck, 100 Kilometer südlich von Wien. Seit 50 Jahren werden hier Patienten mit Lungen- und Herzerkrankungen behandelt. Seit Beginn der Pandemie kommen immer mehr Patienten, die nach Corona noch immer krank sind. Der Jüngste ist gerade einmal 18 und war vor Corona kerngesund. Erwin Büchler ist schon 61. Kaum war er positiv, kam er innerhalb weniger Tage auf die Intensivstation. Die Erinnerungen an die Zeit in der Covid-Intensivstation sind nicht die allerintensivsten. Die sind da eher lückenhaft, eher sehr dünn. Du bist ja da, weiß ich nicht, die meiste Zeit eher in einem Dämmerzustand und freust dich einmal, wenn du einen hellen Augenblick hast und weiß nicht, das schöne Wetter durchs Fenster bewundern kannst. 2,5 Monate lag er im Krankenhaus, hat 25 Kilo abgenommen. Nun ist ihm sogar eine Trainingshantel mit 1,5 Kilo zu schwer. Im Zentrum werden die Patienten wieder aufgebaut. Die Reha dauert 3 Wochen, die völlige Erholung bis zu 9 Monate. Das sind Patienten, die halt oft ohne Vorerkrankungen, ohne Vorwarnungen aus dem Leben gerissen werden, die von einem Tag auf den anderen krank werden, hoch anfiebern, ins Krankenhaus kommen. Und wir haben auch Patienten dabei, die halt dann Wochen bis Monate später mit einer neuen Lunge, also nach einer Lungentransplantation, wieder wach werden. Wir treffen Branko Vitorovic. Auch er erzählt, dass das Virus ihn aus heiterem Himmel getroffen hat. 1,5 Monat war ich in Koma, geschlafen. Nach 2. Monat bin ich aufgewacht. Vor Corona ein kräftiger Mann. Dann lag er 8 Monate auf der Intensivstation. Ich konnte nicht reden. Ich wollte sagen, ich will nicht sterben. Und die haben nicht verstanden, haben mir ein Papier gegeben. Ich habe drauf geschrieben, ich will nicht sterben. Ich habe so auf Brust gelegt, dass die das lesen, die Doktor und alle. Na, die sagen, Vitorovic, du stirbst nicht. Das passt alles. Das wird alles okay. Und so ist es gegangen. Es ist nicht ungewöhnlich, erzählt der Arzt, dass Patienten hier in Tränen ausbrechen. Monate auf der Intensivstation, an Schläuchen und Geräten und mit dem ständigen Gefühl zu ersticken, das bricht einen. Und auch nach der Erkrankung ist man nicht gesund. Jeder Zweite, der auf der Intensivstation war, leidet an Long-Covid. Aber selbst bei milden Verläufen ist es jeder Zehnte. Das Bild dieses Long-Covid-Syndroms ist halt sehr vielfältig. Das geht von neurologischen Einschränkungen, Konzentrationsstörungen, kognitiven Einschränkungen, Wortfindungsstörungen bis hin eher zu organischen Veränderungen mit Herzrhythmusstörungen, Atemproblemen. In den kommenden Wochen wird mit Omikron die Zahl der Covid-Kranken wohl wieder steigen. Die meisten werden wieder gesund, aber viele werden noch Monate danach unter den Folgen leiden. In die Höhe. Einatmen, hinunter. Der Libanon erlebt laut Weltbank derzeit die schlimmste Finanz- und Wirtschaftskrise seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Seit gestern gehen die Menschen deshalb erneut auf die Straßen. Geschäfte und Banken bleiben heute geschlossen. Die Bevölkerung versinkt in der Armut. Wer kann, verlässt das Land. Das dringend benötigte Hilfsgeld aus dem Ausland wird zurückgehalten, denn wie auch Österreichs Außenminister Schallenberg bei seinem Besuch im Libanon erklärt, brauche es dafür Reformen. Doch die Regierung ist seit 1,5 Jahren, seit der Hafenexplosion, tief gespalten und handlungsunfähig, wie Paul Huemer aus dem Libanon berichtet. Die Trümmer im Hafen von Beirut. Wie ein Mahnmal erinnern sie auch 1,5 Jahre danach an die über 200 Opfer der Explosion. Vergessen, das kann hier niemand, auch Shad Debs nicht. Wir treffen ihn dort, wo er den Moment der Katastrophe miterlebte. Bis heute ist er fassungslos. Die Explosion hat Wut in mir ausgelöst. Jahrelang lag hochexplosives Material im Hafen, ohne dass sich jemand darum gekümmert hat. Es war ein Verbrechen gegen die Bürger von Beirut. Ein Verbrechen, das bis heute nicht aufgeklärt wurde. Der Experte sieht die Schuld dafür bei der Regierung. Das liegt auch daran, dass die politischen Eliten, die hier verantwortlich sind für die Hafen, für den Schlendrian, der letztlich dazu führte, dass dieses Material eben eingelagert werden konnte im Hafen, politische Verantwortung scheuen und jedem Prozess aus dem Weg zu gehen versuchen, der sie verantwortlich machen könnte.
Seit Monaten ist die Regierung handlungsunfähig. Gestritten wird nur noch um die Verantwortung für das Desaster. Und das während der größten Wirtschaftskrise, die das Land je gesehen hat. 80% der Libanesen leben mittlerweile unter der Armutsgrenze. Die Währung befindet sich im freien Fall. Im ganzen Land fehlt es an Treibstoff. Nichts scheint mehr übrig von dem Land, das einst als Schweiz des Nahen Ostens gefeiert wurde. Tägliche Stromausfälle, stundenlanges Warten vor den Tankstellen und fehlende Medikamente in den Spitälern. Das gehört mittlerweile zum Alltag der Menschen im Libanon. Sie fordern die Politik auf zu handeln, doch die verschließt ihre Augen vor den Problemen. Mit täglichen Straßenblockaden wollen Demonstranten die Regierung zum Hinsehen zwingen. Die, die es sich leisten können, gehen. Geduldig warten sie vor den Visazentren, um das Land zu verlassen. Dazu gehören sie nicht. Die rund 1,5 Millionen syrischen Flüchtlinge im Land hat die Krise hart getroffen. Von den 66 Euro an monatlichen Hilfsgeldern kommt meist nur noch die Hälfte bei den Familien an. Das Leben im Libanon, es wird für sie immer mehr zum Kampf ums Überleben. Hier in den Lagern denken deshalb viele sogar daran, trotz aller Gefahren zurück in ihre Heimat nach Syrien zu gehen. Seine Heimat zurückhaben, das will auch Shad Debs. Denn den Libanon, den er kannte, gibt es nicht mehr, sagt er. Viel Hoffnung hat er nicht, doch die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Wir schauen jetzt noch auf weitere Meldungen vom Tag. Vor einer hohen Kriegsgefahr in Europa warnt Zbigniew Rau, Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE. Grund seien die Spannungen im Konflikt um die Ostukraine. Rau ruft Russland und den Westen zum Dialog auf. Zu den Ländern der OSZE gehören etwa Russland, die USA und alle EU-Länder. In Deutschland ist ein früherer syrischer Geheimdienstmitarbeiter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der 58-Jährige soll für die Folter von tausenden Menschen zu Beginn des syrischen Bürgerkriegs verantwortlich sein. Er war später nach Deutschland geflüchtet, wo ihn Folteropfer erkannt haben. Die britische Königin Elisabeth II. Entzieht ihrem Sohn Andrew alle militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften. Prinz Andrew wird vorgeworfen, vor rund 20 Jahren eine damals 17-Jährige sexuell missbraucht zu haben. Ihm droht ein Gerichtsverfahren. Dem solle er sich als privater Bürger stellen, heißt es aus dem Buckingham-Palast. Der ehemalige Security, der verdächtigt worden war, eine Maturantin auf einer X-Gem-Matura-Reise sexuell missbraucht zu haben, wurde freigesprochen. Der 28-jährige Angeklagte habe sich zwar hochproblematisch verhalten, so der Schöffensenat am Wiener Landesgericht, für einen Schuldspruch reiche die Sachlage aber nicht aus. Der Freispruch ist nicht rechtskräftig. Der Münchner Filmemacher und Schriftsteller Herbert Achternbusch ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Bekannt ist er etwa für Das Gespenst, eine Jesus-Groteske, die in Österreich wegen Blasphemievorwürfen verboten worden war. Zudem hat Achternbusch zahlreiche Theaterstücke und Bücher verfasst. Wie heute begleitet uns auch morgen die Sonne wieder durch den Tag. Manfred Bauer hat die Details vom Wetter. Ein Hochdruckgebiet hält den Himmel über weiten Teilen Europas wolkenfrei. Am Rand des Hochs weht milder Wind über die Alpen hinweg. Die Aussichten für morgen Freitag. Nach Auflösung einzelner Nebelfelder scheint die Sonne. Im östlichen Bergland weht teils kräftiger Wind. Am Nachmittag gibt es bis zu 10, im Südosten 12 Grad. Am Wochenende bleibt es im Gebirge bei Sonnenschein. In den Niederungen kann es hartnäckigen Nebel und Hochnebel geben. Und dazu 3, 7 und 10 Grad. Wenn Sie wieder dreist dabei sind, darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Alles Liebe aus Wien. Hier in ORF 2 geht es jetzt weiter mit ECO und da werden die Auswirkungen der Omikron-Welle beleuchtet, gleich bei Dieter Bornemann. Bis zu 20% der Beschäftigten könnten ausfallen, weil sie sich mit Omikron anstecken. Viele Unternehmen sind darauf nicht vorbereitet. Es droht Chaos. Dann berichten wir, ob ein demokratisches Land wie Österreich Geschäfte mit Diktaturen machen darf, am Beispiel Kasachstan. Und wir zeigen, dass Skitourengeher ein Wirtschaftsfaktor sind, auch wenn die Liftbetreiber keine Freude mit ihnen haben. Das alles jetzt gleich nach der ZIP 2 in ECO. Danke, Dieter. Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der ZIP 2. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und freue mich, wenn ich Sie morgen wieder begrüßen darf. Auf Wiedersehen.